Hallo Wassermann und herzlich willkommen zur Märzlegung. Hallo natürlich auch an alle, die den Wassermann im Aszendenten haben, im Mond, in der Venus. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir schauen jetzt gleich rein in Liebe und Beruf. Es ist aber eine öffentliche Legung und deswegen muss ich darauf hinweisen, sie kann, muss aber nicht mit dir resonieren. Okay, gut. Wir schauen jetzt erstmal auf die Herausforderungen für den ein oder anderen Wassermann im März. Auch das kann nicht auf jeden zutreffen, nur so als kleine Info nochmal. Ne? Okay, liebes Universum, was hat der Wassermann denn hier für eine Herausforderung? Das Herzlein, okay. Ja, das Herz steht ja für das Lebensfeuer, für Herzvisionen. Vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, hier in potenzielle neue Partnerschaften hineinzugehen, kann das Herz schon mal ein bisschen lauter schlagen. Wir gucken mal, was das Tarot dazu sagt. Ja. Die vier der Stäbe. Lass dich hier nicht in Drama verwickeln, aufgrund dessen, weil vielleicht in dir ein bisschen Drama herrscht, lieber Wassermann. Hier ist ein bisschen der Harmoniemangel, hier ist das sich getrennt fühlen und der blockierte Erfolg angezeigt. Ne? Vielleicht wird auch irgendwie eine Feier verschoben. Ne? Du bist Feuer und Flamme für etwas und es läuft nicht ganz so rund, wie du es gerne hättest. Ne? Dann kommt dir deine Ungeduld rein und das sorgt letztendlich fürs Unglücklichsein. Deswegen, Herzvisionen sind ja auch erstmal nur Visionen. Das ist noch nichts, was eine ja, Gesetzmäßigkeit oder eine festgeschriebene Gesetzmäßigkeit ist, sagen wir es mal so. Ja, das könnte hier eine Herausforderung sein. Du freust dich auf irgendetwas richtig derbe und dann aus welchen Gründen auch immer wird es verschoben. Deswegen immer auf die Wichtigkeit der einfachen Dinge achten, nicht in Drama verwickeln, weil in dir noch so ein bisschen, ja, die Unverbundenheit herrscht. Okay, wir schauen aber jetzt auch gleich direkt auf das Positive im März. Erfolg, Errungenschaften, liebes Universum. Was könnte denn da eine Rolle spielen? Was ist da wichtig? Die Sense. Ja, die Sense steht natürlich, jetzt wird hier rumgeklopft, für Erfolg, für harte Arbeit auf der einen Seite, natürlich auch für die Verletzungen der Vergangenheit auf der anderen Seite. Wir schauen mal rein, was das Tarot dazu sagt. Was kriegen wir denn hier für den Wassermann? Haben wir hier harte Arbeit, ja, Erlösung, Erneuerung, Selbstverwirklichung. Also, deine harte Arbeit zahlt sich letztendlich auf jeden Fall aus. Das ist das Positive hier im März. Du gehst in eine Erneuerung rein mit dem Gericht. Da kommt neue Leichtigkeit auch rein. Und vor allen Dingen findet hier auch auf einer gewissen Art und Weise eine Transformation statt. Die Polaritäten, die Gegensätze, die fangen an, sich auszugleichen. Du folgst mehr dem Ruf deiner Seele, du betrachtest Dinge aus einer anderen Perspektive und du triffst hier auch letztendlich eine Entscheidung. Ja, eine absolute, endgültige Entscheidung, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dich selber zu erlösen, zu erneuern, zu heilen und natürlich auch von der Vergangenheit abzulösen. Das heißt, Verletzungen der Vergangenheit gehen auf der einen Art und Weise natürlich auch raus. Auf der anderen Seite, ja, verwirklichst du dich selbst und damit ist natürlich auch schon in gewisser Weise ein bisschen Erntezeit angesagt. Ja, Frühernte. Andersrum, wenn man mal auf die Weltliche schaut, ich bin letztens mit einem Kollegen mit zur Arbeit gefahren und da gibt es halt Kohl. Ja, Kohl kann halt auch jetzt demnächst schon geerntet werden, ne? Also von daher, eine Frühernte, sagen wir es mal so, liegt hier an. Aber du hast hart dafür gearbeitet. Du darfst die Ernte in Empfang nehmen. Wir schauen jetzt auf Liebe und Beziehungen, liebes Universum. Was kriegen wir denn da für den ein oder anderen Wassermann? In Sachen Liebe und Beziehungen. Ja. Wir haben die Eulen, Kommunikation. Ein bisschen auch vielleicht der kleine Kummer. Wie gesagt, wir haben noch hier die Unverbundenheit in dir. Ne? Du fühlst dich getrennt in dir. Und wir haben hier auch noch das Thema Masken. Masken tragen. Jetzt ist es an der Zeit, hinter die Fassade zu blicken bei dir. Oh, das ist schon mal sehr gut. Du löst ab. Bei dir und damit aber auch gleichzeitig, indem du dich öffnest, auch dafür sorgst, dass eine andere Person sich öffnet. Jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil guck mal, hier ist die lila Eule
mit der lila Maske, könnte man fast sagen. Und ich glaube, ein Gegenüber habe ich auch eher in so einem, ja, Braunton drin, Braun-Gelb-Ton drin. Kann natürlich sein, dass hier schon ein versteckter Gegenüber ist. Loslassen, auflösen, vor allen Dingen emotional auflösen. Ne? Achter Kelche ist dieses Fortgehen, die Suche nach neuen Wegen. Und in dem Moment, wo zwei Kelche rausgehen, können natürlich zwei neue Kelche reinkommen. Und wir haben hier auf jeden Fall eine neue Bekanntschaft liegen. Letztendlich ist es ja auch die Konsequenz dessen. Du bist wieder in der Verlässlichkeit, du bist wieder in der Ausdauer. In dir findet eine Aufruhr statt. Und ich hätte gerne noch eine Klärungskarte. Ja, Prinzessin der Kelche, zarte Gefühle, eine unerwartete Störung. Ja, noch bist du hier ein bisschen in der Ablehnung. Das Rad des Schicksals fällt hier auf den Kopf. Ja, möglicherweise, wie gesagt, wir haben ja hier auch schon so noch ein bisschen... Ja, für dich ist es ein Misserfolg, hier wird irgendwas verschoben. Es kann sein, dass jetzt hier im März ein Treffen verschoben wird, aus welchen Gründen auch immer. Und dadurch gerätst du nochmal so ein bisschen zurück in alte schädliche Verhaltensmuster. Ne? Karma, Belastungen, Unglück, du hast die Chance, du hast das Gefühl, eine Chance zu verpassen, dass du im Misserfolg bist. Dass du ein bisschen handlungsunfähig bist, dass du das Gefühl hast, du scheiterst. Hier ist der unerwartete Rückschritt gekennzeichnet. Möglicherweise wird hier irgendetwas verschoben. Aber verschoben ist nicht, oder aufgehoben. Verschoben ist nicht aufgehoben. Genau, so rum war es richtig. Also, Rad des Schicksals, hier gibt es eine unerwartete Störung. Deswegen vielleicht auch der kleine Kummer. Und du denkst dir, ach ja, habe ich ja recht gehabt. Bäm. Fakt ist aber, mit der Prinzessin der Kelche ist hier die kindliche Neugierde auf eine neue Liebe. Hier ist auch die Fantasie zurück. Hier sind die neuen Gefühle zurück. Hier ist auch per se schon die Verliebtheit drin. Ja. Und eben auch die neuen unerwarteten Wege, die sich zeigen. Hier ist die Sensibilität gekennzeichnet. Aber ich muss es auch so sagen, wie es ist, die Naivität in der Romantik. Ja, du hast bestimmte Idealvorstellungen. Dadurch möchtest du natürlich auch bestimmte Wege direkt so beschreiten, wie du es dir vorstellst. Und wenn dann eine Störung reinkommt, ja, dann bist du gleich wieder in die Tiefen betrübt. Ja. Bleibe in deiner eigenen Ruhe, Verlässlichkeit, Ausdauer, verantwortungsvoll. Ja, lass dich bitte nicht aus der Ruhe bringen, wenn hier eine unerwartete Störung in Sachen Liebe und Beziehung reinkommt. Nichts passiert ohne Grund, sage ich, und alleine, weil eben diese Störung reinkommt, kann es auch bedeuten, dass das für dich nochmal so ein bisschen diese Prüfung ist, weil du hier gerade neue Wege beschreitest. Du lässt gerade emotionale Altlasten los. Du bist auf einem neuen, unsicheren Weg. Lässt du dich davon beeinflussen? Oder schaffst du es einfach ruhig und besonnen, rational weiter vorwärts zu gehen, um einfach zu schauen, was ergibt sich auf diesem Weg? Ja, gut. Wie gesagt, Erlösung, Erneuerung, Heilung. Ja, und irgendwas wird hier auf jeden Fall blockiert. Wir schauen auf den Finanzen, auf den Beruf, liebes Universum. Was kriegen wir denn da für den Wassermann in Sachen Finanzen und Beruf? Nichts ist, wie es scheint, mit der Fee und die Wege. Da ist eine Entscheidung fällig. Auch da mit den Wolken, sehr passend, gibt es noch etwas zu klären. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Fee, nichts ist, wie es scheint. Eine Fee kann eine, ja, gute Fee sein. Eine Fee kann auch eine böse Fee sein. Hier ist es so, als wenn, ich würde fast sagen, ich will nicht sagen, dass es eine böse Fee ist, aber hier gibt es Impulse von außen, die zeigen mir gerade noch ein bisschen deine Beeinflussbarkeit, weil du stehst hier vor einer Entscheidung. Ne, sagt ja auch das Gericht, eine absolute Entscheidung. Möglicherweise lässt du dich hier ein bisschen beeinflussen.
Wir gucken mal rein, was das Tarot dazu sagt. Fünfter Schwerter, ja. Du hast die Schwerter hier schon hoch. Bist in Kampflaune. Wirst darauf hingewiesen, eine neue Richtung einzuschlagen, vor allen Dingen mental. Und in der Ruhe und Geduld zu bleiben. Mit einem klaren Herzen und einem klaren Verstand. Und vor allen Dingen dich wieder auf Herz und Bestimmung auszurichten. Ja, auf Herz und Bestimmung ausrichten. Und ich wollte es erst noch sagen. Ich dachte mir, nee, lass mal, Cheyenne. Das Ding ist, Wasser, also Wolken, sind ja nichts anderes als gebündeltes Wasser in der Luft. So, das heißt, deine Emotionen sind auch in einer Angelegenheit noch im Verstand und nicht im Herzen. So, die Kraft steht auch dafür, dass du eben Charakterstärke hast, dass du reines Herz hast, reine Gedanken hast. Ja, in dem Moment natürlich auch im Einfluss bist, beziehungsweise Einfluss hast auf andere Menschen und bist eine sehr dankbare Führungskraft. Die Kraft steht auch für deine Kraft, deine Stärke, deine Kontrolle, für deine Leidenschaft, für das Kreative, für, ja, für die Zähmung, die Gelassenheit. Leg ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag. Du bist hier so in Abwehrstimmung. Ja. Abwehr sorgt letztendlich dafür, dass du nicht mehr genügend Energie hast, um deine eigenen Wege zu gehen, weil unabhängig davon, ob dir hier jemand klug scheißt, um es mal salopp auszudrücken, brauchst du dich ja darauf nicht einlassen, wenn versucht, dich irgendjemand in eine Richtung zu lenken. Du bist ja in deiner eigenen Entscheidungsgewalt. Ich würde da gerne nochmal eine Klärungskarte drauflegen. Das Problem ist einfach, weil du mit dem Herzen nicht bei der Sache bist, sondern mit dem Verstand emotional bei der Sache bist, bist du auch in gewisser Weise angreifbar, lieber Wassermann. Und das sorgt eben auch für manipulierende Energien im Außen. Ja, 10 der Münzen, es geht um deine Verwirklichung. Die 10 der Münzen, die stehen auch für den Überfluss, für die Stabilität. Und auch da geht es wieder um Hingabe, um deinen Beitrag zur Welt, um die Gemeinschaft. Es wird in der Gemeinschaft immer wieder Leute geben, die dir vermeintlich sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast, was am besten für dich wäre. Ja? Fakt ist aber, du hast eine Entscheidung zu treffen, du musst deinen eigenen Weg gehen und hier darf es auf jeden Fall mal so ein bisschen abregnen. Der Gehängte ist ja letztendlich auch so das Opfer bringen, das Opfer mit den Emotionen aus dem Verstand herauszukommen, wieder mit dem Herzen bei der Sache zu sein und dementsprechend auch hier eine neue Prüfung quasi zu durchlaufen. Wir werden ja ständig geprüft, stets und ständig. Und so wie hier, ne? Unerwartete Störung, eine Verzögerung, eine Verabredung kann nicht eingehalten werden. Zack, pft, Wassermann, Maske runter. Das Ding ist, mit den 5 der Schwertern, ich sagte es ja schon, ne? Das ist so eine neue Richtung, ist notwendig. Fange nicht an, hier den Spieß umzudrehen, kurzsichtig zu werden. Und versuchen, hier irgendjemanden umzupolen, der versuchte, dich umzupolen. Diese Energie kannst du wirklich anders verwenden, nämlich für deinen eigenen Weg, für deine Verwirklichung. Ja. Hier scheint jemand so ein bisschen deine Schwäche zu kennen, ja, und versucht sie für sich auszunutzen, dich vielleicht so ein bisschen, ja, zu verwirren, damit du nicht vorwärts kommst. Lass dich hier nicht auf dieses Spielchen ein. Deswegen, die Fee ist sowohl gut als auch böse. Sie ist böse in ihrer Intention in dem Fall, aber gut für dich, für deinen Lernprozess, sodass du hier wirklich einfach mit Geduld und Gelassenheit, mit Ruhe und auch in gewisser Weise mit Dankbarkeit für diesen Trigger vorwärts gehen kannst. Okay? Wie gesagt, entspann dich hier ein bisschen, lass locker, richte dich auf dein Herz aus, richte dich auf deine Bestimmung aus und verwende oder verschwende hier keine Energie, um irgendwelche Kämpfe zu fighten, die du gar nicht kämpfen musst. Okay? Bleibe in deiner eigenen Hingabe, für deine eigenen Angelegenheiten. Gut. So, jetzt kommt hier zum Schluss noch der Tipp vom Universum, was du tun solltest und was du nicht tun solltest im März. Kannst du annehmen, musst du nicht annehmen. Ne? Wie immer, alles kann, nichts muss. Gut, liebes Universum. Was sollte der Wassermann tun im März? Was ist dein Tipp hier? Was
fällt da runter. Ja, bleibe entspannt. Alles wird sich fügen. Grundsätzlich haben wir hier mit den Sechser Münzen das Geben und das Nehmen drin. Ne, ausgleichen, Entspannung, hatte ich glaube ich schon gesagt. Deine Umstände verändern sich. Bleibe in der Dankbarkeit. Ich habe es schon gesagt, bleibe in der Beständigkeit. Auch das sind die Sechster Münzen. Und letztendlich ist in allem, ist immer irgendwo ein Geschenk drin. Wenn deine Intuition hier zum Beispiel schon sagt, mit irgendeiner Person ist irgendwas nicht ganz richtig und da kommt jetzt eine Blockade rein, dann kann das auch eine Unterstützung vom Universum sein. Wenn du aber das Gefühl hast, nee, dein Bauchgefühl ist hier nicht ganz richtig, sondern es ist einfach noch der Kummer, den du gerade rauslöst, dann heißt es hier, lerne Geduld. Ne? Bleibe entspannt. Wie gesagt, Geduld hier gefühlt auf beiden Seiten, beruflich wie im Zwischenmenschlichen hier beim Wassermann. Ne? Grundsätzlich hier ist ein bisschen das Herz in der Probe. Wie gesagt, hier zarte Gefühle, da auch beruflich auf Herz und Bestimmung ausrichten, um am Ende des Tages gefestigte Entscheidungen treffen zu können. Weil jede Handlung deinerseits hat natürlich auch eine Konsequenz. Hat eine Wirkung. Jede Ursache hat eine Wirkung. Das ist so. Okay, was ist denn hier der Tipp vom Universum? Was sollte der Wassermann nicht tun im März? Der Prinz der Kelche. Ja, übereilig werden. Ne? Keine Dinge vorheucheln. Und selber zu einer unzuverlässigen Person werden, wenn du dich auf Spielchen einlässt. Ja, wie gesagt, verschwende keine Energie in Angelegenheiten, die dir nicht dienlich sind. Wie gesagt, lass dich nicht auf Drama ein. Du hast genug eigene Baustellen zu bearbeiten. Das Drama im Außen, das kann erstmal komplett ignoriert werden. Ja, des Weiteren ist der Tipp hier, wie sagt man, schmollen. Ja, genau, ich kam gerade nicht auf das Wort. Fange nicht an zu schmollen, wenn mal Dinge nicht so laufen, wie du es willst. Ja, Kinder mit dem Willen kriegen was auf so Brillen. Haben sie keine, kriegen sie eine. War immer so ein Spruch bei mir in meiner Kindheit. Fang nicht an zu schmollen, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Ja, alles passiert mit einem bestimmten Hintergrund. Nichts passiert ohne Grund. Von daher, ne, du bist hier im Wandel, es gibt Verzögerungen, auch hier passiert etwas, lass dich nicht von außen beeinflussen. Letztendlich geht es ja auch um deine Verwirklichung. Also nicht anfangen zu schmollen, nicht Dinge vorheucheln, sondern wirklich straight ehrlich sein. Ja, auch der Wassermann wird ein bisschen beeinflusst von der kommenden emotionalen Energie, in die wir hier langsam reinschlittern. Deswegen darf es auch da mal eine kleine Unsicherheit geben, die gelöst werden möchte. Letztendlich geht es ja darum, die Emotionen aus dem Verstand wieder ins Herz herunter zu transportieren. Ich bin gespannt, was der April zeigt. Ja, in dem Sinne, lieber Wassermann, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Ich sage auch Dankeschön fürs Liken, fürs Kommentieren und ja, vielleicht bis ganz bald. Einen schönen März euch. Macht es gut.